1. Oktober 331 vor Christus. Zwei der mächtigsten Armeen der Welt stehen sich gegenüber. Die persische und die makedonische. Insgesamt 300.000 Mann. Die persische Armee ist fünfmal so groß wie die makedonische. Trotzdem stellen sich die Makedonier diesem mächtigen Feind unter der Führung ihres Königs mutig entgegen. Es geht um alles oder nichts. Die Herrschaft über die Reiche stand auf dem Spiel. Entweder siegte Alexander über Dareios und bekam sein Reich in die Hand oder umgekehrt. Es war ein Existenzkampf. Beide wussten, dass der Verlierer dieser Schlacht nicht mehr lange zu leben haben würde. Dareios dürfte sich nur ungern an den letzten Kampf gegen Alexander erinnern. Erst zwei Jahre zuvor hatte seine Armee eine Schlacht gegen Alexanders Truppen verloren. Dieses Mal will es Dareios nicht so weit kommen lassen. Dareios beabsichtigte, Alexanders Armee festzunageln, um dann vor allen Dingen die Infanterie durch einen Großangriff zu vernichten und damit die Schlacht zu entscheiden. Dareios bietet unzählige tödliche Waffen auf. Wenn Sie Alexander wären, was würden Sie tun? Die Verluste unter den Makedoniern sind extrem hoch. Kann Alexander dem Feind trotzdem die Stirn bieten? Alexanders Geschichte beginnt in einer Region im Norden Griechenlands, im Königreich Makedonien. Die Makedonier sind gefürchtet in dieser Region. Nach zahlreichen Eroberungsfeldzügen beherrschen sie das gesamte östliche Mittelmeer. Schon als Kind war Alexander ein ausgezeichneter Kämpfer. Die Makedonier waren ein Kriegervolk. Es war normal, schon für Kinder das Kämpfen zu lernen, um später dann gute Krieger zu sein. Das galt ganz besonders für einen Königssohn, der durch Vorbild führen musste, der selbst in die Schlacht zog, selbst in den Kampf zog und dementsprechend musste er auch ein besonders gut ausgebildeter und gut trainierter Krieger sein. Alexanders Vater, König Philipp II., fördert den Kampfgeist seines Sohnes, wo er nur kann. Er ist selbst ein erfahrener Kämpfer und hat im Laufe seines Lebens viele Schlachten geschlagen. Als Alexander 16 Jahre alt ist, macht ihn sein Vater zum Kommandeur einer Reitereinheit. Philipp hatte in kurzer Zeit Makedonien zur bedeutendsten militärischen und politischen Macht in der griechischen Staatenwelt aufgebaut. Und das gelang ihm, weil er unter anderem sein Heer, seine Armee aufgebaut hatte, modernisiert hatte und zu einer schlagkräftigen Armee ausgebaut hatte. Die expansive Machtpolitik Philipps hatte Makedonien quasi in einen Dauerkriegszustand versetzt. Und das hatte zur Folge, dass die ohnehin schon modernisierte Armee in einem ständigen Training war und gut durchtrainiert war. Man war aufeinander eingespielt und bildete damit eine militärische Macht, die ihresgleichen suchen musste. Parmenion, zurück zum Thema. Athen und Theben sind ein Problem. Wir sollten nichts überstürzen. Philipp war der Überzeugung, er habe nur die Wahl zwischen Vormachtstellung in Griechenland und in Kleinasien oder Vasallenstellung gegenüber Mächtigeren. Ich mache Alexander zu meinem General. Er hat sich gut gemacht. Er ist jetzt reif dafür. Sehr gut. Sehr gut, Alexander. Aber nicht nur Philipp erkennt Alexanders Talent. Auch Olympias, Alexanders Mutter, ist stolz auf ihren Sohn. Olympias war eine der zahlreichen Frauen Philipps, die aber eine ganz besondere Stellung am Hofe hatte, da sie einen Thronfolger geboren hatte. Als sich Philipp aber eine neue, jüngere Frau nimmt, steht die Vormachtstellung Olympias auf dem Spiel und mit ihr das Schicksal Alexanders. Auch Alexander musste fürchten, dass sein möglicher Sohn ihn von der Thronfolge verdrängen würde. Sein Vater war jung genug, um so lange zu regieren,
bis ein eventuell von seiner neuen Frau geborener Thronfolger selbst die Herrschaft übernehmen konnte und damit Alexander in seinem Recht beschneiden konnte. Doch dazu soll es nicht mehr kommen. 336 vor Christus wird Philipp ermordet. Ob Alexander seine Hände im Spiel hat, kann nie geklärt werden. Sicher ist nur, dass Vater und Sohn tief zerstritten sind, als das Attentat geschieht. Alexander. Mein Vater ist tot. Ja. Aber du bist jetzt König. Als Alexander Philipps Nachfolger antritt, ist er gerade 20 Jahre alt. Als neuer Oberbefehlshaber der makedonischen Armee marschiert er mit seinen Truppen in Athen und Theben ein. Die Menschen dort hatten sich gegen seine Herrschaft aufgelehnt. Doch der junge König duldet keine Rebellion und unterwirft die Städte erneut. Damit nicht genug. Alexander zieht unaufhaltsam weiter, Richtung Osten. Sein Ziel ist Persien. Das Persische Reich war damals das größte Reichsgebilde, das die antike Welt kannte. Es reichte im Westen von den Grenzen Makedoniens bis weit in den Osten zu den Gebirgszügen des Hindukusch, des heutigen Afghanistan und Indien. Im Norden reichte es von den Steppengebieten am Schwarzen Meer bis hin zu den Südgrenzen Ägyptens. Perser und Griechen lagen über 200 Jahre im Krieg. Persien war in Griechenland einmarschiert, hatte Makedonien erobert, Athen niedergebrannt und die Tempel der Götter geschändet. Die Zerstörung der Perserkriegszeit hatten sich tief in das Gedächtnis der Griechen eingegraben. In Athen konnte man noch zu Alexanders Zeit Reste dieser Zerstörung an einigen Monumenten erkennen. Im Frühjahr 333 vor Christus begibt sich Alexander nach Gordion, wo er seine Truppen sammelt. Dies ist persisches Land. Der Legende nach stattet Alexander auch dem Tempel von Gordion einen Besuch ab. Er beherbergt das Orakel vom Gordischen Knoten. Der Gordische Knoten repräsentierte die unentwirrbare Zerfahrenheit der alten Welt. Wer aber das Chaos entwirren könnte, würde die Welt beherrschen. Und die Götter prophezeiten, er würde König von Asien werden. Dieser Herausforderung kann Alexander nicht widerstehen. Unabhängig von der Frage, ob es eine wahre Geschichte ist oder nicht, ist sie doch eine Geschichte, die für uns noch heute den Charakter Alexanders versinnbildigt. Zu jener Zeit war es für jemanden wie Alexander, der mit der Ilias und ihrer heroischen Mythologie aufgewachsen war, selbstverständlich, als König auszuziehen und die Welt zu erobern. Lasst die Finger davon, Hoheit. Es ist eine Falle. Damit sollen sich alle Fremden nur blamieren. Ich bin kein Fremder. Denn dies hier war einst griechisches Land. Ich bin der Führer der griechischen Liga und bald von ganz Asien. Der Rückgriff auf alte griechische Mythen war von großer Bedeutung in diesem Zusammenhang, um sein Reich zusammenzuhalten, um die Griechen, die ihn ja unterstützen sollten, sozusagen bei der Stange zu halten. Lasst uns lieber gehen. Es hat keinen Zweck. Ihr seht doch, der Knoten kann nicht entwirrt werden. Das Orakel sagt nicht, der Knoten soll entwirrt werden. Es heißt, er soll gelöst werden. Wen interessiert es schon, wie ich ihn löse? Es war typisch für Alexander, dass er sich seine Regeln selbst zurechtlegte und die Entwirrung des gordischen Knotens mit einem Gewaltstreich durchführte.
Mit der gleichen Entschlossenheit führt Alexander seine Truppen jetzt auf Kollisionskurs mit dem Persischen Reich. Mit nur 42.000 Mann will Alexander den Großkönig von Persien schlagen. Er fordert ihn zu einer Schlacht heraus, die nicht nur über das Schicksal ihrer Völker entscheiden soll, sondern über das Schicksal der ganzen Welt. Die Schlacht von Gaugamela, die als eine der größten Feldschlachten der Antike in die Geschichte eingehen wird. Im Jahre 334 vor Christus führt der makedonische König Alexander eine Armee von über 40.000 Mann ostwärts. Eine Provokation, denn das Land gehört den Persern. Für Alexander sind die Perser Barbaren, die es zu vernichten gilt. Ihr Herrscher ist der persische Großkönig Dareios III. Dareios dürfte durchaus ein tapferer und kriegserfahrener Mann gewesen sei. Was ist? Als Dareios erfährt, dass Alexander und seine Armee persischen Boden betreten haben, bleibt er gelassen. Zunächst nahm Dareios die Bedrohung aus Makedonien nicht sonderlich ernst. Es handelte sich um eine kleine Armee, die in Kleinasien unterwegs war. Das Salz vernichtet ihn! Doch Dareios unterschätzt Alexander. Alexander kann einen Sieg nach dem anderen verbuchen. Zunächst in der Schlacht von Granicus, dann in Issos und schließlich bei Tyros. Dort lernte Dareios Alexander als gefährlichen Gegner kennen. Deswegen begann er nun, sich selbst um diesen Krieg ernsthaft zu kümmern und neue Truppen zu sammeln für die nächste Schlacht. Es gab durchaus die Möglichkeit, sich diesem Gegner nicht zur Schlacht zu stellen. Seine Berater haben ihm das auch empfohlen. Dareios sollte die Größe des Reiches, den Raum nutzen, um Alexander und seine Armee sich totlaufen zu lassen. Doch genau dies konnte sich der Großkönig der Perser nicht leisten. Er musste um sein Reich kämpfen, wenn er es in Zukunft noch regieren wollte. Die Entscheidung musste gesucht werden und sie konnte eigentlich nur in einer offenen Feldschlacht kommen. Dennoch will Dareios noch einmal mit Alexander verhandeln. Zunächst mal bot er ihm Kleinasien an. Und als das nicht verfing, bot er ihm sogar die Hälfte seines Reiches an. Alle Teile westlich des Euphrats inklusive Ägyptens sollten an Alexander fallen. Dareios will dem Makedonier sogar eine seiner Töchter schenken, aber Alexander lehnt ab. Auch wenn einige Feldherren Alexanders ihm zur Annahme des Angebotes rieten, entschied sich Alexander dagegen. Wenn ihr euren Thron verteidigen wollt, dann kämpft. Für ihn war es klar. Dareios bot ihm, wie er selbst sagte, eigentlich nur das, was er schon lange hatte. Und er wollte mehr. Lies es nochmal. Großer König, lies es nochmal! Alexander an Dareios, alles, was ihr besitzt, ist jetzt mein. Wenn ihr euren Thron verteidigen wollt, erhebt euch und kämpft. Für Alexander gab es eigentlich nur ein Ziel. Er wollte das vollenden, was er bei Issos noch nicht ganz erreicht hatte. Er wollte den totalen Sieg über Dareios und damit auch das Herrschaftsgebiet des Dareios und in letzter Konsequenz damit auch die Weltherrschaft. Alexander ist nicht mehr aufzuhalten. Das wird jetzt auch Dareios klar. Sagt mir, wie heißt das Dorf? Das Dorf dort unten. Gaugamela heißt es, großer König. Gaugamela. Sagt dem jungen König, ich werde ihn erwarten und vernichten bei Gaugamela! Griechische Späher werden in der Folgezeit regelmäßig ausgesandt, um das makedonische Lager über die Stärke der persischen Armee zu informieren. Ihre Berichte sind eindeutig. Die persische Armee ist größer als alles, was man jemals gesehen hat. Dareios hat Krieger aus allen Provinzen seines riesigen Reiches zusammengezogen. Wir dürfen realistisch davon ausgehen, dass das Heer Dareios des Großen ungefähr 250.000 Mann umfasst. Gut 200.000 Fußsoldaten und 40.000 Reiter. Alexander verfügte über 35.000 Fußsoldaten und 7.000 Reiter. Damit war die persische Armee fünffach so groß wie das griechisch-makedonische Heer. Doch Alexander ist überzeugt davon, dass seine Truppen dieser Übermacht gewachsen sind.
Seinen Schlachtplan berät er mit den engsten Vertrauten, unter ihnen Parmenion. Parmenion war einer der führenden Generäle Alexanders. Schon unter seinem Vater Philipp II. Hatte Parmenion gedient und hatte sich dort bewährt. Wenn wir Dareios schlagen wollen. Auch wenn die Feldherrnkunst Alexanders außer Frage steht, suchte er ständig doch den Rat seiner Generäle. Und Parmenion war hier der führende Kopf. Parmenion. Die Männer sind zwar Vertraute, aber auch Widersacher. Es kommt immer wieder zum Streit. Parmenion hat immer zur Vorsicht geraten, sodass Alexander in der Regel das Gegenteil von dem tat, was Parmenion ihm geraten hat. Insofern aber war er auch ein wichtiger Diskussionspartner. Parmenion beunruhigt die deutliche Überlegenheit des Feindes. Er glaubt, ein Angriff in der Nacht würde die Chancen erhöhen. Aber Alexander ist zu stolz. Niemals. Wir mögen zwar in der Alexander lehnte Parmenions Vorschlag als unehrenhaft ab. Tatsächlich meinte er sich das nicht leisten zu können, einen solchen hinterhältigen Überfall des Nachts gegen den Gegner durchzuführen. Für Alexander war sein Ansehen wichtiger als ein kurzfristiger taktischer Vorteil. Wenn ich Parmenion wäre. Ich bin aber nicht Parmenion. Es wäre eine Schande. Wir werden am Morgen angreifen. Die Entschiedenheit, mit welcher Alexander Parmenions Rat, die Perser bei Nacht anzugreifen, ablehnte, erscheint auf den ersten Blick arrogant und überheblich. Tatsächlich hätte der Angriff keinen großen Vorteil gebracht. Dareios hatte nämlich geradezu auf einen nächtlichen Überfall gewartet. Seine Männer stehen bereit. Sie harren über Stunden in ihren Stellungen aus. Allerdings ganz umsonst. Dareios stellte bei Gaugamela alles unter Waffen, was ihm zur Verfügung stand. Seine Truppen stammten aus allen Teilen des Reiches. Sie kamen aus Mesopotamien, Babylonien, sie kamen aus dem Hindukusch, sie kamen aus den asiatischen Steppen und sie kamen aus Ägypten und vom Roten Meer. Alles das wurde aufgeboten, um Alexander bei Gaugamela zu stoppen. Einige persische Kämpfer tragen weder Rüstungen noch schwere Helme. Die Fußsoldaten sind bewaffnet mit einem 3 Meter langen Speer und einem leichten Schild aus Korbgeflecht. Was diesen Kämpfern an Bewaffnung fehlt, machen sie durch ihre Masse mehr als wett. Die persische Armee wird häufig historisch unterschätzt. Tatsächlich bestand sie zum großen Teil aus exzellenten Truppen, glänzend bewaffnet, gute Spezialeinheiten, wie zum Beispiel die Sichelwagen und die Bogenschützen und auch die Reiter. Ihr Problem war, dass sie schlecht koordiniert war, weil sie zusammengewürfelt war aus allen Teilen des Reiches. Es fehlte sozusagen der innere Zusammenhalt. Gegenüber der bunt gemischten persischen Streitmacht hat Alexander einen entscheidenden Vorteil, die Phalanx. Eine Kampftaktik, die Alexanders Vater entwickelt hat. Jede Phalanx besteht aus 256 Mann. Die Kämpfer sind bewaffnet mit Schildern und Schwertern. Sie gelten als eine der schlagkräftigsten Truppen der Antike. Die makedonische Phalanx funktionierte wie eine Walze, denn das bedeutete das griechische Wort Phalanx. Sie bestand aus Truppenteilen, die in 16 Reihen hintereinander vorwärts rückten. Die Hauptwaffe der makedonischen Phalanx ist eine 7 Kilogramm schwere Lanze, die Sarisse. Sie ist bis zu 6 Meter lang. In erster Reihe standen die erfahrensten und die besten Kämpfer. Sie waren übrigens mit einem kleinen Schild ausgerüstet, der mit einem Gurt an der Schulter befestigt war. Dadurch wurde die linke Hand frei. Aus der Sicht der persischen Kämpfer muss die Phalanx eine wirklich furchterregende Angelegenheit gewesen sein. Stellen Sie sich vor, eine Wand, die auf Sie zukommt, bewaffnet mit 5 bis 6 Meter langen Spießen. In der ersten Reihe wurde die Sarisse nach vorne gestreckt von den Kämpfern. In der zweiten bis vierten Reihe ebenfalls. Die Speere ragten noch über die erste Reihe hinaus. Am Morgen des 1. Oktober 331 vor Christus formieren sich diese Phalanxen auf dem Schlachtfeld von Gaugamela. Sie sind zu allem bereit. Neben dieser Phalanx standen die Hopliten. Sie waren mit großen Schilden ausgerüstet, mit denen sie den Feind zurückdrängten, in Unordnung brachten, ja niederwerfen konnten und ihn dann mit kurzen Lanzen oder kurzen Schwertern einfach niedermachten.
Die Armeen sind in Stellung gebracht, die Kampflinien aufgebaut. Daraios nimmt stolz seine Position im Zentrum ein. Für Daraios gab es keine Alternative. Auch er wollte die endgültige Entscheidungsschlacht bei Gaugamela herbeiführen. Auch der 26-jährige Alexander ist bereit. Daraios hat die größte Armee aufgestellt, die es bis dahin jemals gegeben hat. Etwa eine Viertelmillion Soldaten. Das Schlachtfeld ist extra für den Kampf hergerichtet worden. Dieser Masse gegenüber steht Alexanders Armee mit gerade einmal 42.000 Mann. Als Daraios sie erblickt, ist er fest von seinem Sieg überzeugt. Bei der Schlacht von Gaugamela stand sowohl für Daraios wie für Alexander eigentlich alles auf dem Spiel. Es ging um den Bestand des Persischen Reiches und es ging um den Bestand des Alexanderreiches. Und damit ging es um die Weltherrschaft. Alexander war jugendlich, er war aggressiv, er war brutal, aber er war sehr intelligent, er war weltoffen. Vor allen Dingen aber hat Alexander an eine Mission geglaubt. Alexander und seine Armee standen in Feindesland. Für sie war es ein Existenzkampf. Eine Niederlage in dieser Schlacht war gleichbedeutend mit dem eigenen Untergang. Die Folge davon hätte der Untergang des makedonischen Reiches sein können, mit ziemlicher Sicherheit sogar. Alexander sieht sich seit langem als Nachkomme der großen Helden griechischer Sagen. Endlich bietet sich ihm die Gelegenheit, in einem heroischen Kampf die Herrschaft über ein riesiges Reich zu erlangen. Er hat das Gelände und die persische Aufstellung eingehend studiert. Er weiß, die persische Streitmacht ist wegen ihrer Größe kaum zu manövrieren. Alexanders Männer sind dagegen gut trainiert. Sie sind perfekt aufeinander abgestimmt und sie glauben an ihren Erfolg. Angriff! Daraios hatte seine Schlachtordnung so gewählt, dass sie für jeden Angreifer eine besondere Herausforderung war. Die Aufstellung war etwa 4 Kilometer breit. Es gab Todeszonen, Fahrwege für Streitwagen. Streitwagen mit sichelartigen Klingen, die vorne und zu den Seiten herausragten. Ganz gleich, wie weit die Makedonier ihre Linien gestreckt hätten, sie wären immer noch rechts und links überragt worden. Alexander marschierte also direkt in eine Zange hinein. Daraios konnte seine Kavallerie von beiden Seiten aussenden und gleichzeitig die Sichelwagen ins Zentrum schicken. An der Stelle von Alexander, was hätten sie getan? Alexander ist sich dieser schwierigen Lage bewusst. Stundenlang geht er mit Parmenion die Schlachtaufstellung durch. Bei Gaugamela stellte sich das Zusammenspiel von Kavallerie und Infanterie besonders schwierig dar. Seine Infanterie als eine Art Amboss, seine Kavallerie als Hammer. Dazwischen der Feind. So hatte Alexander viele Schlachten erfolgreich geschlagen. Alexander kann diese Taktik bei Gaugamela allerdings nicht ohne weiteres anwenden. Das ist ihm längst bewusst. Hier steht seinem Heer eine 4 Kilometer lange persische Mauer gegenüber. Diese Front macht es unmöglich, sie an den Flanken zu umgehen. Er braucht eine neue Strategie. Die Phalanx wird auch in dieser Schlacht das Rückgrat bilden. 256 Krieger pro Quadrat. 16 Mann nebeneinander, 16 Reihen tief gestaffelt, Quadrat neben Quadrat. In der Phalanx standen etwa 30.000 Kämpfer. Sie waren hochmotiviert, denn sie wussten, es ging um ihr Überleben. Die Kavallerie war eigentlich der entscheidende Teil in der Armee Alexanders. Denn sie sollte der bewegliche Teil sein. Sie war glänzend ausgerüstet und glänzend trainiert. Die Kavalleristen tragen schwere Bronzehelme und Brustpanzer. Ihre Hauptwaffe ist eine überlange Lanze. Die Kavallerielanze bei Alexanders Reiterei war 3 Meter lang. Und damit war sie länger als die damals üblichen 2 Meter langen Lanzen, was der Kavallerie die Möglichkeit gab, den Feind zu treffen, bevor sie selbst getroffen werden konnte. Zusätzlich tragen die Reiter ein furchterregendes Schwert. Die Kopis wirkte quasi wie eine Machete. Man konnte mit ihr
den Gegner auf brutale Art zusammenschlagen. Phalanx und Kavallerie sind zwar gut ausgerüstet und trainiert, aber die Masse der Perser ist immer noch übermächtig. Vor allem seine Flanken sind in Gefahr. Alexander stellt sie deshalb abgewinkelt auf. Diese nach links gewendete treppenförmige Formation muss für den Gegner äußerst überraschend gewesen sein, ja geradezu verwirrend. Denn so etwas hatten sie auf dem Schlachtfeld noch nie gesehen. Alexander zieht seinen linken Flügel seitlich zurück, denn aus dieser Richtung erwartet er die Hauptwucht des Angriffs. Die abgewinkelte Schlachtreihe soll den Persern Paroli bieten. Ein geschickter Schachzug, mit dem Alexander seine taktischen Fähigkeiten demonstriert. Die makedonische Front setzt sich in Bewegung. Es ist ein Kampf von David gegen Goliath, der Zwerg Makedonien gegen das riesige persische Reich. In der ersten Reihe der persischen Truppen stehen Eliteeinheiten. Diese Männer werden die Unsterblichen genannt. Die Unsterblichen waren eine ganz besondere Eliteformation. Ihr Name, die Unsterblichen, leitet sich davon ab, dass jeweils dann, wenn einer aus ihrer vordersten Reihe fiel, sofort ein weiterer nachrückte. Diese Truppe umfasste 10.000 Personen. Die Makedonier kommen näher und näher. Dareios glaubt, in der Aufstellung der Makedonier eine Schwäche zu erkennen, denn es entsteht offenes Gelände. Aber Dareios hat seine Rechnung ohne Alexander gemacht. Alexander musste einplanen, dass die Perser alles daran setzen würden, die Flügel an den Seiten zu umfassen. Entsprechend reagierte er. Alexander hat das Gelände mit voller Absicht geöffnet. Er will die persische Kavallerie zu einem Angriff herausfordern. Sein Plan geht auf. Dareios befiehlt den Angriff auf die linke Flanke der Makedonier. Auf der linken Seite hat Parmenion das Kommando. Er erwartet den Angriff bereits. Seine Truppen sollen im Kampf durchhalten, solange es geht. In diesem Moment startet Alexander auf der anderen Seite ein unerwartetes Manöver. Mir nach, Männer! In einer völlig überraschenden Bewegung, insbesondere für König Dareios, reitet Alexander entlang der persischen Linie. Dareios weiß nicht, was das soll. Er befürchtet, Alexander könnte das vorbereitete Schlachtfeld von Gaugamela verlassen. Oder, noch wahrscheinlicher, dass Alexander seine Flanken überwinden könnte, sich nach links wenden könnte, um dann von hinten anzugreifen und so seinen Truppen einen empfindlichen Schlag zu versetzen. Dareios befahl seinem Vetter Bessos mit der schweren baktrischen Kavallerie, sich dem Manöver Alexanders entgegenzustellen. Die Konsequenz daraus war, dass die persische und die makedonische Kavallerie parallel nebeneinander herritten und das Schlachtfeld immer weiter nach rechts ausdehnten. Die Perser beobachten Alexanders Treiben mit großer Aufmerksamkeit. Doch Alexander liefert ihnen nicht den geringsten Hinweis, was er im Schilde führt. Dareios ist beunruhigt. Aber dann wird seine ganze Aufmerksamkeit im Zentrum verlangt. Hier in der Mitte des Schlachtfeldes steht das Aufeinandertreffen der unüberwindbaren makedonischen Phalanx mit den persischen Elitetruppen unmittelbar bevor. Jetzt prallen zwei Armeen aufeinander, die zu allem entschlossen sind. In der Ebene von Gaugamela entbrennt ein Kampf um Leben und Tod. Die Schlacht bei Gaugamela beginnt. Anders als in späteren Zeiten war es für Alexander besonders wichtig, selbst persönlich in der Schlacht zu führen, und zwar durch eigenes Vorbild. Das heißt, Alexander kämpfte selber. 1. Oktober 331 vor Christus. Die riesige Armee des persischen Großkönigs Dareios will den Vormarsch des jungen Makedoniers Alexander ein für alle Mal stoppen. In der Ebene von Gaugamela entbrennt eine grausame Schlacht.
Es handelte sich um ein blutiges Gemetzel. Tausende von Männern standen sich gegenüber mit Hieb- und Stichwaffen, mit Pfeil und Bogen, mit Steinschleudern und ähnlichen Mordinstrumenten, verstümmelten sich gegenseitig, verwundeten sich und töteten. Alexander und seine Reiter entfernen sich unterdessen immer weiter vom Zentrum der Schlacht. Die persische Kavallerie zieht mit. Sie erwartet einen Angriff von Alexander, der aber nicht kommt. Von den Gegnern unbemerkt bewegt sich hinter Alexanders Kavallerie ein ganzes Regiment von Peltasten, die auf ihren Einsatz warten. Sie sind eine Art leichte Infanterie, die sich auf dem gesamten Schlachtfeld geschickt hin und her bewegt. Die Peltasten waren eine spezielle Kampftruppe, die in Griechenland seit Ende des 5. Jahrhunderts bereits im Peloponnesischen Krieg eingesetzt wurde und im Laufe des 4. Jahrhunderts ihre Einsatzstärke perfektionierte. Es handelte sich dabei um leicht bewaffnete Soldaten, im Gegensatz zu den schwer bewaffneten Hopliten. Die Wurfspeere der Peltasten konnten ihre Wirkung zwar nicht auf große Distanzen entwickeln, aber im Nahkampf entwickeln sie eine hohe Durchschlagskraft und konnten hocheffektiv eingesetzt werden. Die Peltasten waren so etwas wie eine Geheimwaffe, eine Überraschungswaffe, mit der man den Gegner ganz unerwartet plötzlich mit Steinen, Pfeilen und anderen Wurfgeschossen aus der Balance bringen konnte. Und genau dieses ist auf dem Schlachtfeld geschehen. Doch noch hält Alexander sie zurück. Die Peltasten haben eine wichtige Rolle in Alexanders Plan. Der Zeitpunkt für ihren Einsatz ist noch nicht gekommen, aber er steht kurz bevor. Während Alexander seinen Ritt fortsetzt, bekommt die persische Armee die ganze Härte der makedonischen Phalanx zu spüren. Daraios greift zu seinem letzten Mittel. Er befiehlt den Einsatz der Streitwagen. Die Streitwagen waren eine besonders gefährliche Waffe, so etwas wie ein Rammblock. Sie konnten gegen die Infanterie, aber auch gegen die Kavallerie eingesetzt werden. Die sich drehenden Sicheln an den Achsen der Wagen konnten ganze Reihen von Kämpfern niedermähen oder auch die Beine von Pferden abschneiden. Nachdem die scharfen Klingen montiert sind, preschen 200 dieser tödlichen Streitwagen aus Daraios Linien hervor. Daraios ist sich sicher, dem Gegner endgültig den Rest zu geben. Alexander war auf den Einsatz der Sichelwagen vorbereitet. Er wusste um ihren Einsatz und er wusste auch um ihre Durchschlagskraft. Und er reagierte entsprechend. Er hatte seine Soldaten darauf vorbereitet und die Soldaten parierten den Angriff der Sichelwagen mit ihren Lanzen. Welches Pferd kann sich einer solchen lanzenstarrenden Menschenmenge schon annähern? Beim Herandonnern der Kampfgefährte öffnen die Makedonier ihre Reihen. Somit schaffen sie für die Pferde einen schmalen, lanzenfreien Weg. Die Taktik ist gut überlegt. Die Pferde rasen nun in diese Lücken hinein und die Falle schnappt zu. Innerhalb weniger Minuten können die Makedonier die persischen Streitwagen in ihre Gewalt bringen. Die Zeit der Streitwagen als Kriegswaffe ist endgültig vorbei, doch die Schlacht ist damit noch lange nicht geschlagen. Jetzt begann sich die zahlenmäßige Überlegenheit der Perser auszuzahlen. Parmenion konnte den Gegner nicht durch Beweglichkeit ausweichen, im Gegensatz zu Alexanders Kavallerie. Und er bekam nun die ganze Kraft der zahlenmäßig überlegenen Perser zu spüren. Die Schlacht von Gaugamela steht am Wendepunkt. Während Alexander die Kavallerie weiter vorantreibt, stehen Parmenions Einheiten mit dem Rücken zur Wand. Parmenion fordert Verstärkung an, aber sein Hilferuf dringt nicht durch. Die Kommunikation zu Alexanders Zeiten muss man sich als sehr rudimentär vorstellen. Auf dem Schlachtfeld gab es Pauken, Trompeten, Hörner und ähnliche Instrumente, die bestimmte Signale und auch Befehle übermitteln sollten. Doch das Schlachtfeld war chaotisch, es war laut, Gebrüll, Geschrei, Pferdegetrampel und ähnliches, sodass kaum etwas zu verstehen war. Hinzu kam, dass der Sichtkontakt auf dem Schlachtfeld immer mehr verloren ging,
denn Gaugamela war eine staubige Ebene, wo nach den ersten Kavallerieattacken so viel Staub in der Luft war, dass der Sichtkontakt höchstens noch auf wenige Meter möglich war. Während Parmenion weiterkämpft, rücken Alexander und seine Kavallerie auf ihrer Seite unbeirrt voran. Alexanders Taktik hält den Gegner in Atem. Angespannt folgt ihm die persische Kavallerie, um die eigene Flanke vor einem möglichen Angriff zu schützen. Alexander vergrößerte den Winkel seiner Truppen vor dem Feind mehr und mehr und zog sich sogar komplett aus dem von Dareios vorgesehenen Schlachtfeld zurück. Dadurch musste Dareios seine Kavallerie aus der Hauptlinie abziehen, um seine Flanke zu schützen. Und je mehr Reiter er aus der Hauptlinie abzog, umso schwächer wurde seine Mitte. Die persischen Truppen werden förmlich auseinandergerissen. Die nachrückenden Einheiten sind nicht in der Lage, die entstehende Lücke zu schließen. Alexanders Plan geht auf. Die Perser sind in ihrem Zentrum verwundbar geworden. Bevor Dareios reagieren kann, stoppt Alexander seine Kavallerie und mit ihr die Peltasten. Es zeigt Alexanders Feldherrnkunst, dass er sofort die Chance entdeckte, die sich ihm bot, als sich die Lücke im Zentrum der persischen Schlachtreihe auftat. Und diese Chance nutzte er. Kehrt Marsch! Und mir nach! In einem verblüffenden Manöver lässt Alexander seine gesamte Kavallerie einen Schwenk von 160 Grad ausführen. Er prescht auf die Lücke zu und greift den Feind in seinem Zentrum an. In diesem Moment kommen die Peltasten zum Einsatz. Mit einem Hagel von Wurfgeschossen, Speeren und Pfeilen lassen sie den Persern nicht die geringste Chance, die Verfolgung der makedonischen Kavallerie aufzunehmen. Ich bin sicher, dass Dareios, nachdem er seine Streitwagen eingesetzt hat und seine Kavallerie, nur darauf gewartet hat, dass Alexander niedergewalzt wird. Und plötzlich hebt er seinen Blick und sieht Alexander mit seinen Reitern vor sich. Alexander stand an der Spitze seiner Reiterei. Er setzte sich der Gefahr unmittelbar aus. Er stand in vorderster Front. Und das wurde von ihm erwartet. Alexanders Angriff kommt für die Perser völlig überraschend. Das Blatt wendet sich. Das Eindringen Alexanders in das Zentrum der persischen Schlachtordnung löste eine große Unordnung aus. Man verbiss sich gegenseitig in die Kämpfe. Die nachrückende makedonische Phalanx, die mit ihrer vollen Wucht nun auf das Zentrum traf, konnte in diesem Teil der Schlacht den Erfolg auf ihre Seite ziehen. Die Phalanx wird erneut zum Amboss und die makedonische Kavallerie zum Hammer. Gemeinsam zerschmettern sie die persische Infanterie. Die makedonische Phalanx stürmt immer weiter voran. Der Widerstand der persischen Armee bröckelt. Mit Entsetzen sieht Dareios, wie ein Teil seiner Truppe flieht. Der sich nun anbahnende Zweikampf zwischen Alexander und Dareios war eigentlich nur die Konsequenz der von beiden gesuchten Entscheidung. Los! Jeder von beiden wusste, dass es wie bei einem Duell um Leben und Tod ging. Für Alexander war es wichtig, Dareios zu töten. Denn Persien war eine Despotie und es kam auf den Herrscher an. Wenn der Herrscher tot war, brach auch das Reich zusammen und Alexander konnte sich an die Stelle von Dareios setzen. Auch Dareios ergreift jetzt in wilder Panik die Flucht. Alexander war klar, wenn man einer Schlange den Kopf abschlägt, dann stirbt auch der Rest. Dareios fürchtet um sein Leben. Er weiß, dass ihn Alexander verfolgen wird. Sein Vorsprung ist gering. Doch dann erfährt Alexander, dass Parmenions Truppe kurz vor dem Zusammenbruch steht. Die stundenlangen Kämpfe haben die Männer geschwächt. Sie benötigen dringend Alexanders Hilfe. Alexander gibt die Verfolgung von Dareios auf. Die Schlacht war entschieden. Dareios war geschlagen. Durch seine Flucht war auch seine Reputation entscheidend beschädigt. Vor allen Dingen aber musste Alexander sein Heer retten. Denn Parmenion auf dem linken Flügel stand am Rande des Untergangs. Alexander hätte sein Heer verloren, wenn er nicht in dieser Situation sich so entschieden hätte, wie er es dann getan hat.
Kehrt Marsch! Und mir nach! Alexander lässt Parmenion nicht im Stich. Nur ein Teil seiner Männer verfolgt den Perserkönig weiter, der jetzt den Schutz der Berge sucht. Laraios war geflohen. Dadurch war das persische Heer führerlos geworden. Es bröckelte allmählich auseinander, sodass der Kampf des Parmenion und der Kampf des Alexander am linken Flügel nur noch gewonnen werden konnte, denn die Perser liefen allmählich weg. Nachdem Alexander von der Verfolgung des Dareios abgelassen hatte und sich dem Kampfgeschehen auf dem linken Flügel zugewandt hatte, entwickelte sich dort noch einmal ein heftiges Kämpfen. Und auch hier bewährte sich Alexander erneut als ausgezeichneter Feldherr. Den Sieg vor Augen ist Alexander durch nichts mehr zu stoppen, auch wenn die Gegner noch zahlreich sind. Seine Fähigkeiten ließen ihn erreichen, was vor ihm keiner erreicht hatte. In diesem letzten Gefecht beweist Alexander noch einmal, dass er ein ausgezeichneter Kämpfer ist. Mein König! Dareios ist entkommen! Die Nachricht, dass Dareios entkommen war, musste bei Alexander große Enttäuschung hervorrufen. Allerdings dürfte ihm klar gewesen sein, dass zunächst einmal der Sieg auch auf dem linken Flügel wichtiger war. Am späten Nachmittag endete die Schlacht. Danke. Es war mir eine Ehre. Die Beziehung zwischen Parmenion und Alexander endete übrigens tragisch. Später, nach dem Sieg, nach der Eroberung Persiens durch Alexander, haben sie sich entzweit und Alexander hat letzten Endes den Parmenius ermorden lassen. Alexander wollte sich mit der Erbmasse des Persischen Reiches nicht zufrieden geben. Seine Ziele steckte er nun weiter. Er wollte Weltherrschaft im eigentlichen Sinne. Er wollte die Welt erkunden. Machtwille und Neugierde trieben ihn voran bis an die Grenzen der Erde. Der Grund für sein weiteres Vordringen war sicherlich, dass er Dinge erreichen wollte, die niemand zuvor erreicht hatte, um unsterblichen Ruhm und unsterbliche Ehre zu erlangen. Er war machtbewusst, er war willensstark und vor allen Dingen war er auch neugierig. Alexander war ein Revolutionär der alten Welt. War er der Große? Was ist Größe? Wir wissen nicht, wie viele Menschen in Alexanders Eroberungszügen starben. Es werden Zehntausende gewesen sein, allein in den großen Schlachten. Sein Ziel war es nicht, andere Kulturen zu vernichten, sondern die beiden großen Kulturen der damaligen Welt, die griechische Kultur und die persische Kultur, zusammenzuführen in einem neuen Reich. Und dieses ist ihm sogar gelungen, denn seine Nachfolgereiche haben über Jahrhunderte die hellenistisch-persische Tradition weitergetragen. Und das war dann doch vielleicht der Mühe wert. In den Quellen heißt es, dass bei Gaugamela etwa 1000 Makedonier getötet wurden. Die persischen Verluste betrugen fast 50.000 Mann. Dareios flüchtet in die umliegenden Berge und wird nur ein Jahr später von einem seiner Generäle ermordet.
Alexander ernennt sich zum König von Asien und niemand kann ihm diesen Titel mehr streitig machen. Er war ein brutaler Egomane, gleichzeitig aber verfügte er über sehr viel Einfühlungsvermögen. Er war ein ideenreicher, raffinierter Feldherr, der vor allen Dingen aber über sehr viel Charisma verfügte, was seine Leute begeisterte. Aber am allerwichtigsten, und das wird häufig übersehen und unterschätzt, Alexander war ein weitblickender, raffinierter Politiker. Alexander verbleiben nur noch 6 weitere Jahre. Er erobert in dieser Zeit die gesamte damals bekannte Welt. Die Prophezeiung des Orakels vom Gordischen Knoten ist Wirklichkeit geworden. Alexander stirbt im Alter von 32 Jahren. In den Augen der alten Griechen und Makedonen war er zweifellos ein Held. Er hatte sich ebenbürtig gezeigt, einem Achill, einem Hektor, einem Patroklos. Und insofern hatten sie ihn auch den Großen genannt und hatten ihm sogar schließlich göttliche Ehren angetragen. Aus der Sicht der heutigen Zeit, die anderen Werten verpflichtet ist, erscheint der Heldenbegriff wenig tauglich, die Leistungen Alexanders wirklich angemessen beurteilen zu wollen. Schon in der Antike fielen die Urteile über Alexander sehr unterschiedlich aus. Für die einen war er ein König, der große Taten vollbrachte und dank seiner Klugheit und Tapferkeit alle anderen Könige übertraf. Für die anderen war er ein unglücklicher Mensch, den seine Zerstörungswut vorantrieb und dessen Grausamkeit keine Grenzen kannte. Allen aber ist er unter einem Namen bekannt. Dem Namen, den er in der Schlacht von Gaugamela errungen hat. Alexander der Große.